Genau 10 Jahre ist es jetzt her. Am 29. April 2011 geben sich Prinz William und Herzogin Kate das Ja-Wort. Der Thronfolger und seine Frau gelten als absolutes Royal-Traumpaar. Mit ihren 3 Kindern George, Charlotte und Louis krönen sie in den vergangenen Jahren ihre Liebe. Ihre Bilderbuch-Ehe nimmt vor ganz genau einem Jahrzehnt mit ihrer Märchenhochzeit ihren Anfang. Zum 10. Hochzeitstag der beiden schaut Promiflash nun noch einmal auf die Highlights des royalen Ja-Worts zurück. Die Gästeliste. William und Kates Zeremonie ist damals alles andere als eine kleine Familienfeier. Ihre Eheversprechen in der Westminster Abbey verfolgen etliche Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Vor Ort freuen sich immerhin noch 1900 Gäste mit dem Brautpaar. Auf der Gästeliste stehen neben vielen gekrönten Häuptern auch Stars wie David und Victoria Beckham, Elton John und Guy Ritchie. Billig ist so ein Mega-Event natürlich nicht. Insgesamt soll William und Kates Hochzeit umgerechnet über 28 Millionen Euro kosten. Der größte Teil geht dabei für die Security drauf. Das Brautkleid. Die junge Braut begeistert an ihrem großen Tag mit diesem Traum in Weiß. Mit einer 2,70 Meter langen Schleppe und handgefertigter Spitze. Ihr Alexander McQueen-Kleid soll satte 275.000 Euro kosten. Gekrönt wird ihr Outfit buchstäblich von einer Diamant-Tiara der Queen. Trotz ihres makellosen Looks stiehlt der Braut aber beinahe eine andere Frau die Show. Und zwar ihre eigene Schwester Pippa. Kates Brautjungfer trägt ebenfalls weiß. Ihre eng geschnittene Robe, die auch von Alexander McQueen stammt, setzt vor allem Pippas Hinterteil perfekt in Szene und löst damit einen ziemlichen Medienrummel aus. Harry und William tuscheln am Altar. Während Kate von ihrem Vater zum Altar geführt wird, sind natürlich alle Blicke auf sie gerichtet. Nur Bräutigam William muss sich noch gedulden und schaut streng nach vorne. Sein kleiner Bruder und Trauzeuge Harry riskiert allerdings einen Blick und flüstert dem Herzog von Cambridge dann mit einem großen Lächeln etwas zu. Was er ihm genau sagt, ist nicht zu verstehen. Laut Insidern soll er seinem Bruder allerdings versichern, wie schön dessen Braut ist. Eugenies und Beatrice Hüte. Neben Kate und Pippas Kleidern sorgen auch Williams Cousinen mit ihrer Garderobe für ordentlich Gesprächsstoff. Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie tauchen zu dem Royal Event nämlich mit diesen außergewöhnlichen Hüten auf. Die extravaganten Kopfbedeckungen von Designer Philip Treacy werden nicht nur heiß diskutiert, vor allem Beatrice Hut wird später auch als Meme zum Netzhit. Das Grumpy Blumenmädchen. Insgesamt 4 Blumenmädchen begleiten Kate in der Westminster Abbey zum Altar. Die damals 3-jährige Grace wird allerdings schnell zur absoluten Internetsensation. Während sich der Rest der Welt über den ersten Kuss des frisch verheirateten Paares freut, geht Grace der ganze Trubel nämlich gehörig gegen den Strich. Und daraus macht sie auch absolut keinen Hehl. Auch ihr genervter Gesichtsausdruck macht bald tausendfach im Netz als Meme die Runde. Ganz von dem romantischen Moment lenkt die Kleine aber natürlich nicht ab. Und William und Kate bringen die Royal-Fans auf der ganzen Welt mit diesem süßen Kuss zum Schmelzen.